Mit der Zeit sammeln sich natürlich sehr viele Notizen an in diesem Evernote und da bist du froh, wenn du die ein bisschen ordnen kannst mit den sogenannten Notizbüchern. Im Moment haben wir nur eines hier drin und wir legen gleich noch mehrere an. Zum Beispiel eines, das heißt Privat und eines Schule oder so. Du kannst jederzeit ein Notizbuch auch wieder löschen mit einem Rechtsklick oder umbenennen, indem du in den Namen klickst. Und ich zum Beispiel mache immer ein Notizbuch Inbox und das schreibe ich ein bisschen komisch, nämlich mit einem Ausrufezeichen anstatt des Is. Und das hat den Effekt, dass dieses Notizbuch immer zuoberst ist, wenn es alphabetisch geordnet wird, weil eben die Satzzeichen vor den Buchstaben kommen. Ich finde diese Darstellung nicht wahnsinnig gelungen. Die Symbole sind mir zu groß, deshalb wähle ich meist diese Listendarstellung. Außerdem habe ich die Notizbücher gerne im Überblick. Das heißt, immer alle auch in dieser Seitenleiste und das kannst du über Darstellung, Optionen für die Seitenleiste, Notizbuchliste anzeigen erreichen. Hier hast du nun alle diese Notizbücher auf einen Blick bereit und Notizbücher, die zusammengehören. Nehmen wir an, du hast in Schule noch je eines für ein Fach. So kannst du die auch zu einem sogenannten Stapel zusammenfassen, indem du sie einfach auf ein anderes Notizbuch ziehst und diesem Stapel einen anderen Namen gibst. Leider kann man nur eine Hierarchiestufe mit solchen Stapeln erzeugen. Dennoch finde ich es praktisch, um eben die Übersicht zu bewahren. Übrigens auch hier siehst du, mit diesem Dreieck ist das nun sauber gelöst.